Jo, Leute, es geht weiter mit Shantae. Ich bin immer noch hier unten und ich habe mir kurz mein Video nur reingesehen. Ich habe kurz in mein Video reingesehen und mir ist aufgefallen, hier sind auch ziemlich coole Lichteffekte. Wie man sehen kann, ich bin jetzt in der Mitte, da fällt das Licht runter. Und jetzt gehe ich nach rechts, wo die Schatten sind und wow, Shantae wird dunkler. Das heißt, diese Lichteffekte sind unglaublich cool. Also, sowas gefällt mir. Mensch, du. Auf diesen Trick fallen wir nicht nochmal rein. Wir haben jetzt einen Schlüssel, das heißt, ich komme hier durch. Juhu. Und eine Vase, okay. Und ein kleiner Krieger. Juhu, sechs Edelsteine. Wir sind wieder auf 130. Nicht schlecht. So. Ja, für diese Gelegenheit habe ich mir ja hier die Muffins geholt. Die müssten jetzt hoffentlich helfen. So. Ah! Ja, ich möchte da durch. Ich möchte da durch. Ich komme nicht weiter. Hallo. Ich komme da nicht mehr runter. Oh, komm schon. Aua, wieso? Hä, ich kann ihn nicht besiegen. Wie soll ich denn? Okay. Ich komme zwar rüber, aber ich kann die Viecher nicht besiegen. Das ist ein bisschen blöd. So, hüpf. Geh da. Nein, geh, du sollst nach rechts gehen. Ich kann mich hier nicht richtig bewegen. Das ist toll. Jetzt bin ich tot. Was soll denn der Mist? Oh, jetzt habe ich drei Muffins verschwendet. Zwei Muffins verschwendet. Toll. Ich habe nur noch drei. Ich will euch tot sehen. Friss das. Okay. Moment. Vielleicht kann ich die damit ja besiegen, eventuell. Das wäre ziemlich praktisch. So, erstmal den Muffin anwenden. Und hier. Jetzt geh mal darüber. So, okay. Moment. Moment, das geht doch so. Nein. So, okay. Ich weiß leider nicht, wie ich das mache, ohne mich treffen zu lassen. Naja, jetzt bin ich hier gelandet. Wo bin ich? Ich möchte da nicht runterspringen. Es sieht aus, als würde ich da nicht mehr hochkommen. Ich gehe erstmal nach rechts. Wo? Ach so, das ist eine Tür. Ich dachte erst, da wäre nichts. Also, wow. Komische Viecher, die aus der Wand kommen. Ich gehe erstmal weiter nach rechts. Und Vasen, Herzen. Herzen kann ich sehr gut gebrauchen nach der Passage gerade eben. Mal sehen, was hier unten ist. Oh, ein kleiner Krieger, den möchte ich besiegen. Vielleicht gibt er uns noch was Schönes. Er tut uns weh. Hallo, du sollst selber sterben. Toll, für einen Edelstein hier mal eben ein Herz verloren. Das war es irgendwie nicht wert. Aber das war es wert. Wunderbar. Ich musste mal eben doch lieber was anderes aus. Ich rüste wieder die Blitze aus. So. Damit kann ich doch besser umgehen. Oder mehr anfangen als mit den Muffins jetzt. Ach, oh Mann. Dann halt so. Toll. Die gibt uns nicht mal irgendwas. Auf dich. Was? Wo ist der hin verschwunden? Oho. Ja, war klar. Okay, cool. Ein Geheimnis. Was zum. Oh, ein Warp-Squid. Bitte, bitte, bitte. Du Mistvieh. Jetzt habe ich Angst zu sterben. Okay. Warp-Squid. Yay. Wenn es das jetzt trifft, dann. Moment. Ja, komm, Feuer. Jetzt kann ich runter. So. Genau, geht da. Was? Bitte was? Ich habe kein Leben mehr. Ja, komm schon, das ist doch scheiße. Ich will nicht wissen, was passiert, wenn ich kein Leben mehr habe. Wahrscheinlich muss ich dann am Startpunkt wieder anfangen oder am Speicherpunkt. Aua, ja, ist klar. Und die Viecher kann ich nicht verletzen. Das ist. Total blöd. So unverwundbare Viecher. Oh, ja, genau. Oh, komm, stirb. Jetzt möchte ich mal ausprobieren. Kann ich dich. Moment. Hallo? Nach oben. Hallo? Ja, genau. Nein, geht auch nicht. Das ist doch irgendwie so ein bisschen blöd. Und das sieht aus, als würde es feuern. Und es feuert. Ist ja klar. Es war so klar. So. Hoch hier. Okay, du schießt nur einen, soll mir recht sein. Ja, Moment, Moment. Warten wir ab, bis du feuerst und dann. Oh, schneller, schneller. Hüpf. Ah, da ist ja noch einer. Mist wie. So, nein, ich habe keinen Schlüssel. Ich habe keinen Schlüssel, Leute. Aber wenigstens habe ich ein Herz mehr. Unsere Überlebenschancen sind gerade stark gestiegen. Ja, es war klar. Das war so klar. Zurück komme ich hier natürlich nicht, ohne mich zu verletzen. Mistvieh. So, schieß und ich kann runter. Wunderbar, wunderbar. So langsam läuft's doch. Möchtest du schießen? Danke. Okay.
Okay, dann muss ich jetzt schon wieder an diesen Viechern vorbei. Mann! Oh, ich verliere hier wieder alles. Bin nur noch ein Herz entfernt vom Game Over. Ein wirklich richtiges Game Over, weil ich keine Leben mehr habe. Hüpf. Und hüpf. Okay, ein Treffer noch. Juhu, das macht doch Spaß. Ich hätte mir doch so einen kleinen Trank holen sollen. Das wäre, glaube ich, jetzt sehr nützlich gewesen. Oh Gott, ich hoffe, ich finde jetzt gleich irgendwie irgendwo noch Leben. So ein Herz, wäre nicht schlecht. Oder ein Herzcontainer. Und dann mal gucken, ne? Moment, ich gehe erstmal nach links. Da kletter ich gleich hoch. Denn hier ging es ja. Nein, da komme ich nicht mehr weiter. Toll. Ich komme nicht mehr zurück. Habe ich gut nachgedacht. Dann, was, jetzt versuche ich es erstmal hier. Ja. Okay, das muss ich besser timen. Da komme ich, ja gut, da komme ich auch so hoch. Hier. Na hopp. Und nein. Na toll, jetzt bin ich wieder ganz unten. Sehr schön. So, dann. Nein. Ah, verdammt. Ja, ich habe tolle Sprungfähigkeiten, wie man hier sehen kann. Hüpf. Das ist fast schon unmenschlich schlecht. So. Wohl. Geht doch. So. Auf dich und hoch. Wenigstens tun mir keinen Schaden. Tun mir keinen Schaden. Was für ein tolles Deutsch. Wow, das war. Was war mir zu knapp? Hüpf. Möchtest du mir nicht. Nein. Nein. Oh nein. Ja. Ja. Und jetzt? Sag mir nicht, dass ich den ganzen Tempel nochmal machen darf. Bitte, 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 bitte. Komm schon. Continue. Und jetzt? Nein. Nein. Ich darf den ganzen Tempel noch. Aber. Okay. Ich habe anscheinend nichts verloren. Was jetzt? Also ich habe immer noch 160 Edelsteine und ich habe noch hier den komischen Muffin, also zwei davon und die ganzen Sachen. Ich habe die beiden Warp-Squids noch. Das heißt, ich verliere an sich nichts an Fortschritt, aber ich werde halt aus dem Dungeon rausgebeamt, wenn ich sterbe. Gut, dann will ich jetzt nochmal rein. Wahrscheinlich ist das Tor dann auch nochmal verschlossen. Das heißt, ich muss den ersten Schlüssel nicht holen. Nein, ich meine, es ist nicht mehr verschlossen. So. Okay, gucken wir mal nach. Wenn nicht, dann ist es ja nicht so schlimm. Denn das war ja nicht so weit. So, jetzt gucke ich mal. Da oben rechts war noch was. Da war noch so ein komischer Schädel. Die Feuerspucken. Da kann ich bestimmt drauf springen. Das werde ich später nochmal angucken. Aber ich könnte jetzt zum Beispiel das Candy benutzen, um hier rauszukommen. Aber das wäre es mir nicht wert. Das wäre, glaube ich, eine Verschwendung. Denn davon habe ich auch nur eins. So, hallo, du kleiner Soldat. Dessen Namen ich nicht weiß. Jetzt kommen wir bestimmt auch wieder. Genau, diese komischen Quallenviecher. Aber die stellen ja keine Gefahr dar. So. Da kommt bestimmt noch eins. Ist mir aber egal. Ich springe einfach drüber. Hey, da oben ist was. Da ist ein Mob-Squid, wenn ich das richtig gesehen habe. Hüpf, seht ihr das? Da. Wie komme ich da hin? Hüpf. Da gibt es bestimmt noch irgendein Item für. Vielleicht sogar mit dem Spin-Jump. Nam, 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 nam. Nein, das sorgt nur dafür, dass ich nicht fallen kann. Das sorgt für Blitze und das sorgt, dass ich da rauskomme. Okay. Gut, dann gehe ich mal weiter. Aber cool, dass es solche Geheimnisse gibt. Muss ich später hin. Ich habe ja auch noch diesen komischen Herzcontainer-Verschnitt. Oder zumindest vermute ich, dass es ein Herz-Aua-Container ist. Habe ich ja noch gesehen draußen im Wald. Den möchte ich auch gerne haben. Aber da konnte ich auch nicht hoch, weil das eben zu hoch war und ich noch nicht so hoch springen konnte. Naja, mal sehen, mal sehen. Erstmal möchte ich hier Risky Boots mit die Meinung geigen. Dafür, dass sie so eine blöde Kuh ist. Und das ist ja jetzt nicht mehr verschlossen. Was ich schon mal sehr gerne sehe. Naja, was soll's. Ich habe wieder vier Leben, wenn ich jetzt mal sterbe. Das kann ich noch verkraften. Aber wie komme ich jetzt hier vernünftig drüber? Geht das überhaupt ohne die Muffins? So. Ja. Okay. Vor allem ohne sich von diesen Viechern treffen zu lassen. Geht das? Ja, geht denn das? Und da rechts geht es bestimmt auch noch weiter. Aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Irgendwie komme ich mit den Muffins noch nicht so richtig klar. Wow, du schon wieder. Bist du? Da oben bist du. Komm her. Okay. Ich hab's irgendwie besiegt. Ich weiß nicht wie. Da fällt es uns nochmal Schaden zugefügt, aber was soll's. Ich nehme die Blitzdinger lieber. Ich möchte. Toll, hier ist nur eine Vase. Und ein Leben. Toll. Ja gut. Dann ist ja nicht wirklich was Besonderes. Dann gehe ich mal hier wieder zurück.
Also was heißt zurück? Ich gehe wieder hier durch und dann klettere ich nochmal die weißen Viecher hoch. Die Regenwürmer, die aus der Wand kommen. In Großformat, nicht die kleinen, die mir wehtun. Na komm. Hüpf und hüpf nochmal und hüpf wieder. Hier, ja. Spreuing. Was ist noch auf der linken Seite? Ich bin nach rechts gegangen jetzt. Ach so. Ach so. Das heißt, in der Mitte ist wahrscheinlich das Ding nach unten und wenn ich dann da weitergegangen wäre, wäre ich hier rausgekommen. Alles klar. Vermute ich jetzt zumindest mal. Falls das nicht richtig ist, dann sagt mir Bescheid. Aber ich habe keine Lust, das jetzt auszuprobieren. Weil ich mit den Muffins irgendwie nicht richtig umgehen kann. Zumindest nicht sehr gut. Nur sehr scheiße.